manegefrei in der Südschule. Und unsere Redakteurskollegin steht mittendrin. Für unsere Serie Abenteuersport haben wir diesmal die Grundschüler der Stadt Allendorfer Südschule besucht. Die haben nämlich ein ganz besonderes Sportprogramm. Wir übertragen einfach Zirkusakrobatik auf die Möglichkeiten von Kindern. Und wir arbeiten in dem Bereich Bodenakrobatik, in dem Bereich Luftakrobatik, Trampolinshows. Ziel des Projektes ist es, Kinder für Bewegungs- und Darstellungskünste zu begeistern, ihr Selbstbewusstsein zu fördern, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und durch ein intensives Training ein herausragendes Niveau zu erreichen. Eigentlich ist unsere Kollegin gar nicht mal so unsportlich. Aber vor dieser Art des Kinderturns hat sie dennoch Respekt. Mit den Kindern kann ich nicht mehr mithalten, 20 Jahre alt, und Altersunterschied merke ich schon in den Knochen. Zunächst schaut Katharina nur zu, staunt und macht sich Gedanken darüber, was sie ausprobieren soll. Und jetzt dürft ihr mal raten, welche Disziplin sich die Schüler für Katharina ausgedacht haben. Und, hat sie es gut gemacht? Ja, hängt ein bisschen weit unten. An das Niveau der Schüler wird Katharina wohl nicht mehr herankommen. Lassen wir ihr mal ein paar Minuten Zeit, damit sich das Blut aus ihrem Kopf wieder in ihrem Körper verteilen kann, und schauen, was die Profis so machen. Einer der heimlichen Stars der Akrobatikgruppe ist Snejana Asenova. Die 12-Jährige gehört seit 2,5 Jahren zu den Traumfängern und hat schon allerhand auf dem Kasten. Der Erfolg der Traumfänger spricht für sich. Im Jahr 2012 haben sie den Jugendkulturpreis des Landkreises gewonnen. 2015 siegten sie bei den Sternen des Sports der Volksbank Mittelhessen und im April diesen Jahres sind sie zu einem Casting für die Fernsehshow Das Supertalent eingeladen. Bis dahin heißt es noch fleißig üben und nach dem Training die Halle putzen. Tada!